Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht es um die Eigenliebe. Und heute machen wir eine spezielle Trance, das ist eine Baumpause, die so als Grundmuster die Rain-Meditation von Tara Brach hat. Und da gehen wir Baum wie ein Akronym durch, also jeder Buchstabe vom Baum, B-A-U-M, steht für einen Teil des Prozesses. Und heute mit dem Gefühl, überwältigt zu sein. Und bitte mach das nur, wenn du gerade nicht mit dem Auto fährst. Und nimm dir dafür den Raum und die Zeit und schließ doch bitte deine Augen. Atme tief ein. Halte den Atem, halt ihn und dann atme ganz langsam aus. Ruhe kehrt ein. Atme in deinem Rhythmus langsam und ruhig weiter. Wir beginnen mit dem B, das für Bemerken steht. Wir wollen ja die Situation nehmen, wenn du dich überwältigt. Welcher Teil von dir ist da verletzlich? Wie zeigt sich das? Was bemerkst du? Ich bemerke, dass ich mich in diesem Falle überwältigt gefühlt habe. Dann wollen wir zum A kommen, das für Anerkennen und Akzeptieren steht. Ich erkenne an, dass ich mich in dieser Situation überwältigt fühle und vielleicht sogar ganz allgemein bei diesem Tohuwabohu in der Welt überwältigt fühle. Ich akzeptiere, dass es da ist. Ich erlaube diesem Gefühl, da zu sein. Ich akzeptiere, wie es ist. So oft versuchen wir, gegen Dinge in uns anzukämpfen. Hier wollen wir es einfach so sein lassen, wie es ist. Es anerkennen und akzeptieren. Und das bedeutet jede Menge Mitgefühl für uns selbst und auch Akzeptanz unserer selbst. Im nächsten Schritt, dem U, wollen wir dieses Gefühl oder diese
Mischung an Gefühlen untersuchen. Wenn du jetzt zu dir sagst, ich fühle mich überwältigt, vielleicht in einer bestimmten Situation oder eben eher so allgemein, wo im Körper fühlst du das? Und wie fühlt sich's genau an? Hat es eine Farbe, eine Form? Für mich ist es im Solarplexus, aber so ein bisschen nach rechts versetzt. Und das ist so wie so ein rauer Fels, wenn man da hochklettern will, dann sticht das so und man bräuchte Handschuhe. Hat auch die Farbe von so ganz dunklem Fels. Und so was Splittriges. Das ist ganz hart und irgendwie auch alt. Und da ist auch ganz viel Trauer und Einsamkeit. Und dieser verletzliche Punkt, der hat Angst und ist traurig und hat auch Angst vor dieser Trauer und Angst vor dem Alleinsein. So eine Angst vor dem, was sein könnte, dass dieses Überwältigende und Überwältigte verletzlich sein ausmacht bei mir. Und was würde dieser Teil, dieser verletzte Punkt, dieser verletzliche Punkt wollen? Vielleicht Berührung, sanfte Massage, vielleicht sagt er auch was, vielleicht möchte er gehört werden oder sagt sowas wie, bitte akzeptier mich. Bitte liebe mich. Bitte sei einfach nur da. Lass mich nicht allein. Oft hilft es auch, wenn du eine Hand auf dein Herz legst. Das beruhigt. Dieser Teil, dieser verletzliche Teil, der braucht wahrscheinlich Liebe und Aufmerksamkeit. Ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit. So oft in der Vergangenheit hast du dagegen ankämpfen wollen und den unterdrücken und wegschieben. Und jetzt sind wir ganz da, voller Liebe und Aufmerksamkeit. Diesen Teil nun
Um ihn zu nähern, kommt das M in Baum, das für M steht. Und wir wollen ein ganz tiefes Wu summen oder brummen, wie ein Brummbär. Ein ganz, ganz tiefer Ton, der aus dem Unterbauch nach oben vibriert. Und durch dieses Vibrieren fühlt sich dieser verletzliche Teil gehalten und gesehen und umarmt, wie wenn man ein kleines Kind tröstend in den Arm nimmt, ein bisschen wackelt und herumläuft und macht. So fühlt sich das an. Stell dir vor, dass dein Anteil, der voller Liebe ist, da ist für diesen verletzlichen Teil, und vielleicht magst du deinen Schutzengel bitten, dich zu unterstützen. Oder andere spirituelle Mentoren oder die Oma oder ein Hund. Ganz so, wie es für dich passt. Vielleicht auch ein besonderer Kraftort. Und dann lass diesen verletzlichen Punkt sich zeigen in deinem Gesicht. Runde noch zu dem U vom Untersuchen dazu, dass es sich zeigen darf in deinem Gesicht und in deiner Körperhaltung. Und dann ist da dieser Anteil voller Liebe, der dieses Überwältigte, dieses Verletzlich in dir umarmt, da ist dafür. Und er hört. Der zuhört. Voller Liebe und Aufmerksamkeit, und er sagt: Ich liebe dich. Ich weiß, dass du genügst. Du kannst mir vertrauen. Ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich bin dein Trost. Ich bin dein Halt. Du gehörst dazu. Wäre, wenn du glauben könntest, dass du okay bist.
Nun machen wir eine Pause. Atme einige Atemzüge lang in deinem Rhythmus. Sei voller Liebe und Aufmerksamkeit für dich. Dann komm wieder hierher zurück. Du kannst auch im Anschluss daran noch ein bisschen was dazu schreiben. Du bist voller Liebe und Aufmerksamkeit für dich, für all deine Gefühle, für jede klitzekleine Zelle. Bedankst dich bei dem Engel, bei allem, was ist. Bei deinem verletzlichen Teil, bei deinem Anteil voller Liebe. Bei jeder einzelnen klitzekleinen Zelle und bei deinem Herzen. Du spürst deine Füße auf dem Boden, Po auf der Unterlage, kannst dich recken und strecken und hier ankommen. Bist ausgeruht und entspannt, wie nach einem kleinen Schläfchen. Und mir tut es oft gut, wenn ich danach mich nochmal so ein bisschen ausschütte oder ich habe dann so bestimmte Lieder, die ich höre und dazu so ein bisschen tanze und mit dem Hüften wackle. Das ist eine Übung, die kannst du jederzeit wiederholen und tut richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass sie dir genauso gut gefällt wie mir. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich veränderst und damit die ganze Welt. Dankeschön. Alles Gute für dich und deine Lieben.